Es ist tatsächlich der 10. Filmtalk, den wir hier halten. Und ich freue mich wahnsinnig, dabei zu sein, insbesondere, weil es so eine tolle Runde ist. Ich habe das mal so launisch genannt. Corona ist der Borkenkäfer des filmischen Mittelstands. Also um sich das so bildhaft vorzustellen, wie braun die Wälder sind, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was meine Erwartung ist. Die Zeit dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eine sehr gute Zeit, weil die Zeit genau das gemacht hat, wofür der Virus gut ist, dass sich die Menschen anfangen, wieder mit sich selber zu beschäftigen. Und in der Tat, ich meine, da sind wir schon dran, ne? An real, in Echtzeit gerenderte, digital erzeugte Gesichter und Hintergründe, das geht schon sehr weit. Also so weit weg ist es zumindest nicht.